Hallo, in diesem Video geht es darum, ein Schreckbild zu zeichnen, als Teilgebiet der Raumgeometrie. Und als Beispiel habe ich hier eine Pyramide gegeben. Hier mache ich so eine kombinierte Variante aus der ganz einfachen und der sehr ausführlichen Variante, also so ein Mittelding. Aufgabe ist, gegeben ist die Pyramide ABCDS, Grundfläche ist die Raute ABCD, die Spitze S liegt senkrecht über Punkt C und Strecke AC liegt auf der Schreckbildachse. Es gilt, Omega sind 45 Grad, Streckfaktor Q ist 0,5, AC sind 7, BD 5 und CR 7 cm. Zeichne das Schreckbild. Punkt A liegt links von Punkt C. Also, paar Dinge können wir uns gleich notieren. Einmal, wir haben als Grundfläche eine Raute ABCD. Und nehmen wir eine andere Farbe. So. Was haben wir noch? Unbedingt gucken, wo liegt die Schreckbildachse? Hier, Strecke AC liegt auf der Schreckbildachse. Ich bleibe jetzt mal bei der Grundfläche und hier bei der Schreckbildachse. Ich mache jetzt eine kleine Skizze und überlege mir, wie sieht denn die Grundfläche aus? Ich beginne immer mit der Schreckbildachse. Und ja, und ich weiß, AC liegt auf der Schreckbildachse. Also habe ich hier Punkt A, hier Punkt C. Mit Punkt A und C habe ich bei einer Raute eine Diagonale. Ja, jetzt brauche ich noch Punkt B und Punkt D. Punkt B wird irgendwo hier unten und D irgendwo hier oben liegen. Also ich brauche noch eine Spezialeigenschaft dieser Raute. Und die muss man halt leider auswendig lernen. Ab der 9. Klasse gibt es die Formelsammlung. Da steht dann ein paar Eigenschaften drin. Aber jetzt gilt halt auswendig lernen. Bei einer Raute stehen die Diagonalen senkrecht aufeinander und halbieren sich gegenseitig. Ja, halbieren ist hier ungefähr. Senkrecht sieht dann so aus. Ja. Habe ich meinen Punkt B und meinen Punkt D. Ja, ist ja nur eine Skizze, darf gerne so schief sein. Jetzt gehen wir auch gleich ans Zeichnen. Wir fangen beim Zeichnen wieder mit der Schrägbildachse an. Das heißt, hier muss ich die Strecke, was ist AC als Schrägbildachse, anfangen. So, zeichne es auf der rechten Seite, so müsste eigentlich genügend Platz sein. Erst die Schrägbildachse. So, markiere ich mal Punkt A und Punkt C. Die Schrägbildachse darf ruhig links und rechts ein bisschen drüber rausgucken, das ist kein Problem. Hier habe ich A und hier habe ich C. So, wie gesagt, bei einer Raute halbieren sich die Diagonalen gegenseitig und liegen senkrecht aufeinander. Also halbiere ich die Diagonale. 7 cm halbiert ist 3 cm. Kann ich hier durch. Und zeichne jetzt die Raute mal in Originalgröße ein. So, da ich die Originalgröße ja später nicht brauche, sondern da ich ja nachher die Raumdiagonale brauche, mache ich das jetzt mal mit Grau rein. Die BD steht hier mit 5 cm. Ja, also muss ich von diesem Mittelpunkt aus 2,5 cm nach oben und 2,5 cm nach unten. Jetzt habe ich Glück gehabt, dass es genau drauf passt, damit ich die Strecke BD bekomme. So. Gut, jetzt gilt wieder, diese Strecke BD, die muss ich drehen. Das muss ich jetzt in den Raum schieben, damit ich dieses Schrägbild richtig bekomme. Jetzt gilt wieder, ich suche rechte Winkel zwischen Strecken der Grundfläche und der Schreckbildachse. Beziehungsweise muss es andersrum nennen, zwischen Schreckbildachse und die Strecke der Grundfläche. Ja, also ich fange bei der Schreckbildachse an, mache meinen Winkelpfeil und lande auf einer Strecke der Grundfläche. Da brauche ich die rechte Winkel, das wäre zum Beispiel der da. Und den ersetze ich jetzt hier durch den Verzerrwinkel Omega. Mache ich es gerade auch in Grau. Hier durch diese 45 Grad wird es ersetzt. Also nehme ich mein Geodreieck, übrigens der Winkel hier nebendran, der wird nicht durch 45 Grad ersetzt. Warum? Weil der startet auf der Strecke und endet auf der Schrägbildachse. Und wir dürfen nur die ersetzen, die auf der Schrägbildachse starten, entgegen des Uhrzeigersinns. Also diese 90 Grad wird jetzt durch 45 Grad ersetzt. Deswegen kann man sich vielleicht schon denken, warum ich die Grau benutzt habe. Jetzt male ich mit Schwarz wieder rein. Und natürlich kann ich jetzt auch gleich, ja, mache ich es vielleicht erstmal so.
Jetzt aber. So, so sieht es gerade aus. Ja. Und jetzt brauche ich noch die Strecke BD. Das ist die, die gedreht wird. Und die muss jetzt noch mit dem Streckfaktor Q multipliziert werden. Der ist hier oben drin versteckt. Q ist gleich 0,5. Also, das Original ist 5 cm lang. Mit Q multipliziert, 0,5 mal 5 sind 2,5. Die Strecke BD ist also insgesamt 2,5 cm lang. Das heißt, ich muss vom Nullpunkt aus die Hälfte nach oben und die Hälfte nach unten, damit ich insgesamt 2,5 bekomme. Die Hälfte von 2,5 ist 1,25. Das heißt, hier sind wir und hier sind wir. So, den Rest kann ich jetzt wegradieren. Richtiger Radierer noch, den da. Und oben den Rest wegradieren. Jawohl, und jetzt kann ich auch diese graue Strecke BD wegradieren. Die brauche ich jetzt ebenfalls nicht mehr. Diesen Winkelpfeil auch noch. Perfekt. So, jetzt habe ich hier meine neue Strecke BD. Muss ich mit dem Geodreieck noch entsprechend verbinden. Und noch die letzte AB verbinden. So, perfekt. Damit habe ich meine Grundfläche gezeichnet. Und jetzt kommt noch die Höhe drauf. Was haben wir als Höhe? Markieren wir noch schnell. Hier heißt es, die Spitze S liegt senkrecht über Punkt C. Und von C nach S sind es 7 cm. Also nehme ich wieder mein Geodreieck. Machen wir andersrum. Hier heißt ja, Spitze S liegt über Punkt C. Das heißt, Geodreieck rechtwinklig zur Schrägbildachse ausrichten. Zeichenkante so hinlegen, dass sie durch Punkt C hindurchgeht. Und jetzt, wie viel waren es? CS sind 7 cm, also 7 cm nach oben. Prima, dann haben wir hier oben unseren Punkt S. Und jetzt noch alle Eckpunkte verbinden. Auf dem Papier geht es natürlich ein Stück schöner. Jawohl, und fertig ist unser Schrägbild.